Zollikerfirma Fröhlich Info AG gewinnt den Nachhaltigkeitspreis von der Zürcher Kantonalbank. Zum vierten Mal vergibt die ZKB den Preis an KMU, die ökologisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich vorbildlich sind. Das Familienunternehmen in dritter Generation hat Martina Kähli gezeigt, wie man ein Unternehmen besonders umweltfreundlich führen kann. Claudia Eberle Fröhlich ist zusammen mit ihrem Mann Inhaberin vom Familienunternehmen Fröhlich Info AG. Seit einem Jahr gibt die Firma unter anderem auch den Zolliker Boot raus. 27 Mitarbeiter arbeiten mit. Wir sind ein grafischer Betrieb. Wir gestalten, programmieren, drucken und haben einen Verlag. Frisch gelayoutet natürlich ein Artikel über den gestrigen Gewinn vom ZKB Nachhaltigkeitspreis. Der Platz 1 dieses Jahr geht an Fröhlich Info AG. Es ist wirklich schier unbeschreiblich. Ich weiss schon, dass wir sehr viel machen. Und uns liegt ja sehr viel am Herzen, nachhaltige Unternehmensführung zu machen. Aber wirklich so damit gerechnet, dass wir den haben? Nein, nie. Unwahrscheinlich und überwältigend, dass wir mit den Mitarbeitern den Preis jetzt gewonnen haben und die Preisverleihung in der Umweltarena ist. Nachhaltigkeit zeigt sich bei der Firma Fröhlich zum Beispiel beim vorbildlichen Recycling, erklärt der Chef. Wir schauen zuerst einmal darauf, dass wir eigentlich den Abfall vermeiden können. So wenig wie möglich Abfall produzieren und den restlichen, den wir nicht vermeiden können, tun wir halt einfach getrennt entsorgen. Plastik wird zwar von außen angeliefert, die Firma Fröhlich, aber probiert den bei den eigenen Auslieferungen zu vermeiden. Da sieht man das Palett, das von außen reingekommen ist. Das ist mit Plastik eingeschrumpft. Wir verwenden absichtlich bei uns in der Fröhlich Info AG kein Plastik. Wir verwenden nur Bänder. Plastik ist ein Rohmaterial, das sehr viel Öl braucht. Und da und das können wir eigentlich auch wieder einen Beitrag an den Umweltschutz leisten. Das Papier, das von den Papierlieferanten kommt, das eingepackt ist, tun wir das Packpapier auf die Seite. Und wenn wir Drucksachen haben, tun wir das eigentlich in diesem Papier wieder verpacken und so am Kunden ausliefern. Das ist also eine Wiederverwertung. Besonders stolz ist das Unternehmer-Ehepaar auf seine Solaranlage. Wir haben die Anlage seit 15 Jahren. Heute ist es eine Sache, die dazu gehört. Wir produzieren den Strom. Ich muss aber sagen, unser Betrieb braucht dreimal mehr, als wir hier produzieren. Den Rest tun wir kompensieren, respektive einkaufen, auch mit Ökostrom. Die Firma Fröhlich geht den Nachhaltigkeitsweg weiter. Und die 70.000 Franken Preisgeld fließen genau in die ein.